Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Fahrer Suskanikel. Es geht weiter mit dem Inktober. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen angeschlagen klinge. Ich bin aktuell ein wenig angeschlagen. Ihr hättet es nicht gedacht. Und heute malen wir am Freitag einen Wunsch von euch. Ich hatte selber auch nicht große Ahnung, was ich sonst machen sollte. Und unter meinem letzten Video vom Donnerstag, hat Jabat kommentiert, mal eine Ribby nach deinen Vorstellungen. Und ich darf jetzt zugeben, ich habe absolut keine Ahnung, was ein Ribby sein soll. Ich gehe mal davon aus, dass es irgend so ein Plüschstofftier ist, sowas wie ein Furby oder irgendwas so in die Richtung, irgendwie so klein, süß, niedlich, mit großen Kulleraugen und total pelzig und was man dann irgendwie womit die nächste Generation aufwächst an Spielzeug, Made in China. Und dementsprechend, genau, und damit wird es interessant, und zwar, wie in der Aufgabestellung beschrieben, male ich den mal nach meinen Vorstellungen. Ich habe absolut keine Ahnung, was das ist, und deswegen werden wir am Anfang jetzt einfach mal so ein bisschen, wie heißt das, doodeln. Einfach irgendwie Sachen aufzeichnen, wo wir denken, was das sein könnten. Und damit fange ich einfach mal an. Problem ist bei so Doodle-Sachen, dass ich habe eine Idee und dann male ich ungefähr die Idee mehrmals. Aber das ist ja nicht Sinn der Aufgabe, deswegen überlege ich jetzt noch, was ich mir da darunter vorstellen könnte. Wenn ich so an Ruby denke, denke ich vielleicht auch an so was Fischähnliches. Vielleicht ist es auch das. Deswegen malen wir einfach mal. Ich muss sagen, Ruby klingt ja so ein bisschen wie Wippen. Vielleicht ist das so eine Art Wippstuhl. So ein, ich weiß gar nicht wie, ich heiße nicht Wippstuhl. Schaukelstuhl, genau, das meinte ich. Oder Ruby klingt auch so ein bisschen wie die Marke von so Kindersitzen für Autos. Vielleicht machen wir einen Mix aus allen, das macht keinen Sinn. Ich überlege noch, was klingt denn so Wibby-mäßig? Ich kann mich halt irgendwie nicht distanzieren von dieser Idee, deswegen mache ich da einfach nochmal eine bessere Version. Boah, ein bisschen erinnert es mich gerade schon an diese, wie heißt die? So Quallen oder diese Viecher aus Overwatch. Bevor wir jetzt aber weitermachen, springen wir einmal an den PC